Nein, es war keine große Überraschung, dass die EZB heute die Zinsen gesenkt hat. Ein bisschen überraschender waren schon die pessimistischen Aussagen, vor allem von Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der Entscheidung, die Zinsen zu senken. Und das öffnete direkt die Tür zu einer weiteren, vielleicht sogar großen Zinssenkung im Dezember, weil es eben um die Wirtschaft nicht so wirklich gut steht und die EZB offenkundig überrascht ist, dass es um die Wirtschaft nicht so richtig gut steht, und das bringt den Euro unter Druck. Im Grunde ist der Euro damit anfällig für einen weiteren Abverkauf, weil schlichtweg die Differenz in Sachen Zinsen im Vergleich zu den USA und der Fed wohl immer größer wird. Denn wir haben heute starke Daten wieder aus den USA bekommen. Gut, da gibt es einige Zweifel wegen Seasonal Adjustments. Da hat man wieder wunderbar an dieser saisonalen Adjustierung gedreht und damit die Zahl viel besser erscheinen lassen, als sie wahrscheinlich ist. Dazu dann gleich mehr, aber auf jeden Fall die Perspektive für den Euro nicht so gut. Wir sehen steigende Anleiherenditen, vor allem in den USA, nach den Zahlen. Und vielleicht kein Zufall, dass Gold in dem Moment, als die EZB die Zinsen senkte und dann Lagarde bei der Pressekonferenz klar machte, oh, sieht nicht so gut aus, riecht nach weiteren Zinssenkungen, vielleicht sogar einer großen, dass Gold dann in dem Moment praktisch ein neues Allzeithoch auch in Dollar erreicht hat. Im Euro oder gegenüber dem Euro war das schon am Vormittag der Fall. Schauen wir uns das Setup mal an, meine Damen und Herren. Hier die Aussagen von Christine Lagarde, die sagte ja, Economy somewhat weaker than expected. Also da scheinen die großartigen Prognosen der EZB wieder nicht so richtig funktioniert zu haben. Das war schon in Sachen Inflation ja so, als man lange versuchte, die Inflation klein zu reden, Prognosen abgab, die dann sich als ziemlicher Quatsch herausstellte. Dann schoss die Inflation nach oben, die EZB versuchte zu beschwichtigen und hat dann sehr, sehr spät, wahrscheinlich zu spät, die Zinsen erst angehoben. Und hier sagt man ja, also die meisten Inflationsdaten ganz gut, aber die Inflation wird wohl bald wieder anziehen. Das liegt an Basiseffekten, also am Vorjahresvergleich, weil dann Energie nicht mehr als Preis- oder als inflationssenkend wirken wird, sondern sogar als inflationstreibend wieder. Also eigentlich sagt uns Lagarde, die Wirtschaft nicht gut, deswegen werden wir die Zinsen senken, auch wenn jetzt die Inflation wieder nach oben geht. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Widerspruch, zumal, wie Jörke Krämer hier bemerkt von der Commerzbank, das erhöhte Zinssenkungstempo, und es ist ja nicht üblich eigentlich, dass die EZB mal vor der Fed irgendwie agiert, das hat sie aber gemacht in Sachen Zinssenkung bei den Zinsanhebungen im Jahr 2022, da war sie ziemlich spät dran, Monate später oder Monate nach der Fed genauer gesagt, denn der gute Jörg Krämer sagt also, das könnte ein Risiko sein, denn die Löhne steigen relativ stark, wir haben jetzt ja wieder Forderungen IG Metall, wir haben öffentliche Dienste, Forderungen, die ziemlich knackig sind und natürlich dann inflationstreibend wären. Man könnte vielleicht auch sagen, die Arbeitnehmer, die reagieren auf die Inflation, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass dann Lagarde diesen Satz gesagt hat, wir haben noch nicht das Genick der Inflation gebrochen. So hat sie das etwas martialisch formuliert. Jetzt sagt die gute Heike Lehner, naja, wenn ich aber das Genick noch nicht gebrochen habe, dann lockere ich aber eigentlich auch nicht den Griff. Aber genau das macht ja die EZB. Und sie muss eben abwägen, wahrscheinlich zwischen schwacher Wirtschaft und dann doch vielleicht Inflationsrisiken, zum Beispiel durch steigende Löhne, zum Beispiel durch Basiseffekte. Man entscheidet sich offenkundig für Zinssenkungen. Und hier sehen wir das mal, warum diese Lohnsteigerungen, naja, schon ziemlich logisch sind. Hier sehen wir mal Real Wage Growth since the Pandemic, also seit Corona, reales Lohnwachstum, also inflationsbereinigtes Lohnwachstum. Und da sind wir im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit in Deutschland mit minus 7,2% dabei, die Italiener sogar noch weniger. Ja, es ist in letzter Zeit besser geworden, die Löhne sind stärker gestiegen als die Inflation, aber das ist erst seit einigen Monaten so. Wenn wir diesen längeren Zeitraum uns da mal zu Gemüte führen, dann ist das eben nicht so. Dann haben die Konsumenten
hätten nach wie vor eben Kaufkraftverluste zu verkraften. Anders ist das in den USA, wo seit der Pandemie die Löhne um über 2% gestiegen sind. Und wenn also die Zinsen weiter sinken und wahrscheinlich schneller sinken als in den USA, dann drückt das eben auf die Gemeinschaftswährung, die ja noch nicht lange her bei 1,12 war, da so ein Doppeltop gebildet hat. Jetzt dürften wir mit der 1,08er Marke flirten, zumal eben jetzt die Aussagen von Lagarde dahingehend interpretiert werden, dass die Wahrscheinlichkeit doch gar nicht gering ist, dass eine 0,5er Senkung durch die EZB im Dezember passieren wird. Und bei der Fed sagt man sich vielleicht, könnten ein oder zwei Zinssenkungen noch kommen nach den robusten Daten, dazu gleich mehr. Und Mohamed El-Erian sagt und bringt es auf den Punkt, dass der Markt nach wie vor etwa dieselbe Anzahl von Zinssenkungen einpreist eigentlich oder zuletzt eingepreist hat. Aber er glaubt nicht, dass das passiert. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, sondern die EZB wird wahrscheinlich die Zinsen, die ohnehin ja schon niedriger sind in der Eurozone als in den USA, stärker senken müssen oder wollen oder auf jeden Fall es tun. Denn da gibt es eben eine schwache Wirtschaft, die hier sehr anfällig ist für weitere Abwärtsbewegungen. Und hier sehen wir das nochmal mit dem Gold. Gold hat 2690 Dollar erreicht, kurz nachdem die EZB die Zinsen gesenkt hatte und dann eben Lagarde pessimistisch war. Jetzt sind wir wieder ein paar Dollar zurückgekommen, aber es spricht eben vieles für Gold. Nach wie vor der Wille der Notenbanken, irgendwie jetzt der Wirtschaft zu helfen, scheint groß. Und gleichzeitig steigen die Schulden eben immer weiter, vor allem in den USA. Also Gold als sicherer Hafen ein Stück weit, das klingt durchaus interessant, zumal Gold in Euro wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee ist, da ein bisschen was zu verlagern. Wir haben heute das 38. Allzeithoch diesen Jahres gesehen beim Goldpreis in Euro. Also der Euro ist gefährdeter wahrscheinlich als der Dollar. Da steht eine Militärmacht dahinter, da steht eine Notenbank dahinter, die Notenbank schlechthin ist, die normalerweise den Takt vorgibt. Da stehen zwar auch immense Schulden dahinter, auch das gar keine Frage, aber der Dollar wird zuletzt sterben. So scheint mir relativ sicher. Und hier sehen wir mal, warum diese Differenz der Fall ist, respektive erstmal die Differenz selbst, nämlich die schwächere Wirtschaft der Eurozone im Vergleich zu den USA. Oben diese Linie, diese steigende Linie, das sind die Amerikaner, unten das sind wir. Und vielleicht hat das ja zu tun mit einer gewissen Überregulierung. Bürokratie ufert aus. Wir leisten uns in Brüssel eine Megabürokratie, die alles reguliert, was nicht auf den Baum kommt, die Vorschriften macht, wie die Welt auszusehen hat. Und das dann eben in die einzelnen Mitgliedsländer der Eurozone hinein reguliert. Das wiederum dämpft auch Innovation und dann eben diese permanente Umverteilungspolitik, die letztendlich Kreative eher bestraft. Die sagen sich, dann gehe ich vielleicht besser in die USA oder woanders hin. Das hat natürlich alles seinen Preis. Im Namen der Gerechtigkeit entsteht sozusagen eine allgemeine Verarmung, könnte man es jetzt etwas übertrieben sagen. Jedenfalls werden wir alle ein Stück weit weniger wohlhabend im Vergleich vor allem zu anderen Räumen dieser Welt. Und Kylie Bass hat es ja auf den Punkt gebracht, wenn man mal vergleicht, dass man eben hier in den letzten Jahren in der Eurozone das BIP 11,2% gewachsen ist. Was wollte ich da sagen? Jedenfalls, nee, das BIP ist gar nicht gewachsen in der Eurozone, während es eben in den USA 11,2% gewachsen ist. Also deutliche Unterschiede hier im Wachstum, eine Umverteilungsbürokratie und hohe Steuern sind nicht der Weg offenkundig, um hier wirklich erfolgreich zu sein. Und dieses Bild bringt es vielleicht so ein bisschen auf den Punkt, dieses latent sozialistische Gedankengut, das dann sich gerne auch verbündet mit dem grünen Gedankengut. Und da ist man dann zum Beispiel mit einem Taxi von Uber unterwegs, fährt damit zu Starbucks, um dann auf Social Media mit dem iPhone sich über den Kapitalismus aufzuregen. Das bringt das vielleicht so ein bisschen auf den Punkt, so diese
Blasen zum Beispiel im Prenzlauer Berg oder ähnliches, was ich aus eigener Anschauung kenne, einige Jahre in Berlin auch gelebt. Und so sehen wir hier G7 Real GDP, also inflationsbereinigtes BIP. Seit der Corona, also seit dem vierten Quartal 2019, die Amerikaner 10,7%, ja, auch erkauft durch massive Schulden, noch mehr Schulden, als das in der Eurozone der Fall ist. Und ganz hinten dann Good Old Germany mit 0,2%, also praktisch gar nichts. Das liegt nicht nur an der derzeitigen Regierung, aber eben auch an der derzeitigen Regierung. Die hat das Ganze nicht besser gemacht, sondern verschlimmbessert, könnte man sagen, wie der gute Robert Habeck, der ja meinte, ich habe ja so viele Gesetze und Regulierungen erlassen und sich jetzt wundert, dass das irgendwie nach hinten losgeht, ist eigentlich logisch, zeigt die Wirtschaftsgeschichte, aber wenn man eben des Glaubens ist, dass man möglichst viel regulieren muss, weil die Wirtschaft nicht in der Lage ist zu erkennen, was das eigentlich Wichtige und Richtige ist, dann ist eben das die Folge. Und einer der Propagandisten auch dieser Haltung ist einer meiner allerbesten Freunde, das ist Marcello Fracciarino, Marcel Fraccia, der jetzt eine neue Studie vorgelegt hat, gell? Da werden neue Studien ständig vorgelegt im Elfenbeinturm, dass die EZB im Jahr 2022 durch ein früheres Handeln einen Teil der hohen Inflation hätte verhindern können. Nun agierte die EZB erneut zu zögerlich, so der gute Marcello. Aha, ist das so? Dabei war er es doch, der bis ins Jahr 2022 immer gesagt hat, ja, hier würde ja Inflationspanik geschürt, entspannt euch mal, das wird alles gar kein Problem. Marcel Fratscher warnt vor Inflationspanik, lasst uns doch mal einen kühlen Kopf bewahren. Also er war selber einer der Propagandisten der Transitory-These, nein, nein, Inflation ist vorübergehend. Jetzt hat er also eine Studie vorgelegt und wirft der EZB vor, dass sie das nicht erkannt habe. Das zeigt so ein bisschen, wie sozusagen Leute Dinge erzählen können und da irgendwie das zu vergessen scheinen. Dann in jedem Interview bei ARD oder ZDF wird der gute Mann befragt und das trotz all dieser Dinge, die er irgendwie nicht auf den Zeiger kriegt. Jetzt schauen wir uns mal an, woran das vielleicht auch liegen könnte, warum es in Europa und speziell in Deutschland nicht so gut geht. Wir haben die wenigsten Jahresstunden, die wir arbeiten im internationalen Vergleich, im Vergleich mit sehr, sehr vielen Ländern, wollen aber gleichzeitig jetzt die 4-Tage-Woche, also wollen weniger arbeiten. Weil man ist ja angeblich effektiver in 4 Tagen als in 5 Tagen. Bei mir ist das nicht der Fall. Wenn ich nur 4 Tage arbeiten würde, dann würde ich eben auch 20% weniger auf die Reihe kriegen. Simple as it is. Aber für andere gilt natürlich das absolute Gegenteil. Und warum passiert das so, dass in Deutschland weniger gearbeitet wird? Das hat ja durchaus Gründe, weil eben es sich nicht rechnet. Es lohnt sich nicht. Durch diese kalte Progression macht das eigentlich gar keinen Sinn. Hier sehen wir mal Doppelverdienerpaar mit 2 Kindern. Die hier ihr Einkommen massiv steigern. Am Ende kommt netto praktisch kaum ein Unterschied heraus. Also warum sollen dann 2 Leute Vollzeit arbeiten, wenn letztendlich sich das gar nicht rechnet? Jetzt hat hier ein Siemens-Offizieller gesagt, also es gibt derzeit nichts, was eigentlich für in Deutschland als Investitionsstandort spricht, da ist eben ein gewisses Mindset nicht mehr vorhanden. Die tugendhaften, fleißigen Deutschen, ja, ich weiß, es klingt antiquiert, aber man muss eben auch gucken, dass man Wohlstand erhalten kann. Den muss man sich immer wieder erarbeiten und derzeit leben wir eben sehr aus der Substanz. Das geht eben eine Zeit lang gut. Jetzt merkt man allerdings, dass einiges nicht so richtig gut funktioniert in diesem Land. Man braucht da ja nicht sprichwörtlich die Deutsche Bahn zu zitieren. Es sind auch andere Bereiche. Es fehlt irgendwie an Urteilsvermögen. Was ist es? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es jetzt so, dass wir ja sehr stark auf Wind setzen. Jetzt versucht Deutschland, also die Bundesregierung, eben diese Windindustrie, die wir hier noch haben, zu schützen vor den Chinesen, vor der chinesischen Konkurrenz, nachdem man ja mal die Erfahrung gemacht hat, dass unsere Solarmodulhersteller alle pleite gingen wegen den Chinesen. Und hier sehen wir mal, dass diese Windkrafträder eine sehr, sehr schlechte Auslastung haben. Die allerwenigsten haben eine 30% Auslastung und die sind fast alle im Norden, respektive eben in Küstennähe. Da bläst der Wind, klar, das macht durchaus Sinn. In Bayern dagegen
Da wird dem guten Markus Söder, dem man sicherlich vieles vorwerfen kann, aber vielleicht ist in Bayern eben der Ausbau der Windkraft jetzt nicht so sinnvoll, weil schlichtweg der Ertrag zu gering ist. In Bayern, da passiert relativ wenig. Und dann haben wir, wie gesagt, noch die EU, die jetzt unbedingt dieses Ziel von nur 1,5 Grad Erwärmung erreichen will. Das wird aber gar nicht mehr erreichbar sein. So viel ist in der Wissenschaft eigentlich klar. Und wenn man es erreichen will, dann würde man wahrscheinlich eine ruinöse Industriepolitik fahren. Genau das scheint irgendwie auch das Ziel zu sein. Und so ein bisschen symptomatisch aus meiner Sicht ist das, was bei VW passiert. Da hat man jetzt einen neuen Nachhaltigkeitsbeirat berufen und holt sich Autokritiker in dieses Gremium. Genauso wie man ja im Aufsichtsrat eine Dame hat, die Autos grundsätzlich miserabel findet. Das ist natürlich für einen Autokonzern sehr konstruktiv, wenn ich da Leute habe, die sagen ja am besten gar keine Autos, dann brauche ich mich nicht wundern. Abschließend im ersten Teil, meine Damen und Herren, EZB hat Zinsen gesenkt, da mal Stimmen und Aussagen. Was bedeutet das? Was ist zu erwarten? Gerne weiterempfehlen als über Social Media und natürlich den zweiten Teil. Beides wie immer unter dem Video verlinkt. Da wollen wir uns mal die Amis anschauen, die ein bisschen heute an der Schraube gedreht haben. Warum, will ich gleich zeigen. Also bis gleich. Servus, ciao.